Moin und willkommen bei einer weiteren Folge von Besser werden im Ranked. Heute werden wir mal das Thema Map Awareness durchgehen. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema und ich habe sehr lange überlegt, wie ich euch das am besten präsentiere und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich zunächst mich selber zeige und das Thema auf eine emotionale Basis ansprechen werde. Und dann werden wir ins Spiel gehen und gucken, was wir denn praktisch an unserer Map Awareness tun können, um ganz einfach unsere Spielweise und uns, wie gesagt, im Ranked zu verbessern. Wenn ihr auf YouTube das Wort Map Awareness eingibt, werdet ihr feststellen, dass es mehr Songs quasi oder Lieder dazu gibt, als ein Guide oder ein Tutorial, was man denn tun soll, um diese zu verbessern, beziehungsweise was das überhaupt ist, also diese sogenannte Map Awareness. Grundsätzlich geht es ganz einfach darum, dass man im Spiel in der Lage ist, die Map zu nutzen, das ist wichtig, und korrekt in dem Sinne auch einzusetzen, wenn man weiß, okay, sie existiert überhaupt. Und nun kommt der emotionale Part, der mir ganz wichtig ist. Wenn ihr im Ranked spielt und auch besser werden wollt, dann gewöhnt euch bitte Folgendes ab, und jetzt werden die meisten wahrscheinlich losschreien. Ein SS, ein Miss oder ein Mia ist totale Grütze. Das ist super veraltet und wird eigentlich in den höheren Ligen bzw. im höheren Elo-Bereich überhaupt nicht mehr verwendet. Und wenn jemand anderen flamet, dass er dieses SS oder dieses Miss nicht angesagt hat, wird normalerweise dieserjenige ausgelacht, weil es totale Grütze ist. Das ist nicht böse gemeint, sondern folgendes Beispiel. Wir sind auf einer Lane und stellen Folgendes fest. Irgendjemand hat SS geschrieben und nun kommt folgender Vorgang. Wir müssen erstmal auf den Chat schauen. Das heißt, okay, jemand hat ein SS geschrieben, ich muss vorsichtig sein. Also, wer hat denn das Wort geschrieben? Ah, unser Midlane, das heißt, die Mitte fehlt. Das heißt, wir müssen jetzt entsprechend reagieren. Wir sind vorsichtiger oder aggressiv, je nachdem, wie wir das Ganze interpretieren. Dazu kommen wir später auch noch. Und genau das Gleiche kann man problemlos machen, indem man nicht nach links unten schaut, sondern nach rechts unten auf die Karte guckt und einfach feststellt, okay, da fehlt jemand in der Mitte. Das ist doch überhaupt kein Problem. Das hätte er mir überhaupt nicht im Chat sagen müssen, sondern wir sind verpflichtet, selbst verantwortlich dafür zu sein, was quasi, wie wir die Karte interpretieren, beziehungsweise dass wir auf diese Karte schauen und sie ganz einfach nutzen. League of Legends stellt sie nicht umsonst zur Verfügung und sie ist ein extrem wichtiges Werkzeug, um super effizient zu spielen. Das bedeutet, es gibt bei League of Legends die Möglichkeit, das Interface neu zu skalieren, und darauf sind viele Gamer neidisch, dass das bei League of Legends ohne Probleme möglich ist. Das heißt, ihr könnt die Karte größer oder kleiner machen und viele beneiden das. Husky ist StarCraft, ein sehr bekannter Caster von StarCraft 2, hat folgende Methode, wenn er StarCraft spielt. Und zwar hat er mehrere Monitore, das liegt ganz einfach daran, dass er die ganze Geschichte sehr professionell macht. Und wenn er StarCraft spielt, hat er einen eigenen Monitor dafür, nur für die Karte. Denn bei StarCraft 2 kann man diese nicht vergrößern oder verkleinern. Aber er schenkt dieser Map extrem viel Aufmerksamkeit und verwendet einen kompletten Bildschirm dafür, nur um zu sehen, okay, was passiert denn da? Und es ist extrem wichtig, weil bei StarCraft halt nun mal Strategie eine große Rolle spielt und man, wenn man von mehreren Seiten angreift, ganz einfach effizient ist. Und genau das Gleiche ist bei League of Legends. Genau dasselbe. Wenn ihr in der Lage seid, auf die Map zu schauen und zu nutzen, braucht ihr das SS oder das Miss überhaupt nicht, weil er ganz einfach von Natur aus, wenn ihr das trainiert, und dazu kommen wir gleich, wenn ihr das von Natur aus wisst, wo jeder ist, wo sind meine eigenen und wo sind die Gegner, das ist ganz wichtig. Nicht selten ist es so, dass man, oder es ist wichtig, dass man die Gegner sieht, aber auch, dass man weiß, wie man das Verhalten der Verbündeten auf der Karte interpretieren kann. Gerade im Solo-Queue, wo man natürlich nicht im Teamspeak ist und nicht weiß, okay, was denkt der andere, was macht der andere gerade. Gut, ihr merkt schon, dass das Thema für mich ein bisschen aufreibend ist. Das ist ganz einfach so, wer heutzutage noch SS schreibt, das ist wirklich nicht günstig. Und wir werden jetzt ins Spiel reingehen und schauen, okay, wie können wir das Ganze besser gestalten, beziehungsweise wie nutzen wir die Karte in League of Legends, um, wie gesagt, besser im Rank zu werden. Bis gleich. Gut, kommen wir nun von dem emotionalen Teil ein bisschen mehr in den sachlichen, aber auch in den praktischen Teil. Das bedeutet, ihr seht schon, ich bin hier diesmal ebenfalls in einem Replay, aber nicht im Beobachtermodus, sondern quasi aus der Ich-Perspektive. Und wir werden Folgendes schauen, und zwar werde ich euch einen Beweis dafür geben, dass ganz einfach das SS oder das Smith oder das Mia ganz einfach komplett ausgestorben ist. Mein Bruder trollt hier ein bisschen, weil wir die letzten Spiele wirklich extrem häufig gegen Caitlyn gespielt haben und
extrem häufig gegen Cleanse, was eine super Kombination von Summoner Spells gegen Leona und Grace ganz einfach ist, weil man einfach dieser CC schnell entkommt. Aber der Fokus wird jetzt hier ein bisschen darauf liegen, dass wir schauen, okay, wer schreibt denn SS und wie oft wird denn das gemacht? Denn ich versichere euch, das Ganze ist im Prinzip ausgestorben. Ihr werdet ganz kurz feststellen, dass Morgana das geschrieben hat, aber hier muss ich dazu sagen, dass Morgana in der letzten Saison Silber ist, was überhaupt nichts zu bedeuten hat, denn ich war sehr lange auch in der ersten Saison ein Silberling und hatte es mir quasi schon fast genetisch angewöhnt oder auf meine Gene übertragen, dass ich ständig das Miss oder das SS schreiben sollte und es ist völlig nutzlos. Es spielt überhaupt keine Rolle, beziehungsweise ist es eigentlich mehr oder weniger eine Versicherung für jemanden. Nicht selten ist es so, dass man zum Beispiel gegankt wurde oder sich ganz einfach in irgendeiner Form gestorben ist. Und was macht man als erstes? Man sucht die Schuld bei jemand anderem und schaut ganz einfach, okay, ich wurde gegankt, hat jemand vergessen, SS zu sagen, ah ja, hier, da hat es jemand vergessen. Und dann fängt man an zu flamen und sich über den anderen aufzuregen. Ja, wieso hast du das nicht gesagt? Und es ist völlig sinnlos. Das ist das Dümmste, was man machen kann, weil es ganz einfach auch den Team Spirit, will ich mal sagen, zerstört. Denn nach wie vor ist jeder für sich selbst verantwortlich. Das Einzige, was ich hier, wie man ganz kurz sehen konnte, meinen eigenen Spieler mitteile, ist, wo der Gegner seine Wards platziert. Darauf achte ich speziell nochmal, um auf die Map-Awareness zurückzukommen. Darauf achte ich sehr, sehr betucht, um ganz einfach zu gucken, okay, hier, da und da wurde der Wart platziert, um ganz einfach meinen Jungler mitzuteilen, hier, da, diesen Weg solltest du nicht nutzen, beziehungsweise wenn du ihn nutzt, dann sollte er möglichst schnell sein. Hier, seht es ganz kurz, Morgana schreibt hier SS und Re, aber es interessiert überhaupt keinen, weil es wirklich überhaupt nichts zu tun hat, was hier, was quasi auf den anderen Lanes in irgendeiner Form, was heißt hier nicht abgeht, sondern man schaut ganz einfach auf die Lane an sich. Ich denke, zur Demonstration reicht das erstmal. Wir werden hier, glaube ich, oder vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter und ich werde hier noch den ein oder anderen Aspekt bezüglich der Karte noch nennen und ich denke, ich habe da eine ganz gute Idee und zwar werden wir jetzt hier ein kleines Spiel spielen. Gut, und das Spiel besteht nun darin, dass ich euch hier die Minimap mal in richtig groß zeige und ihr bitte in die Kommentare schreibt, was da genau passiert ist. Das heißt, ich werde die jetzt starten. Ihr werdet jetzt einfach gucken, okay, was ist denn da genau los? Und schreibt mir bitte in die Kommentare rein, wer welchen Spell gemacht hat und was genau passiert ist. Und seid da bitte wirklich sehr, sehr klein. Ich gehe da ruhig ins Detail rein und beschreibt mir quasi, was Vorgang. Das Ganze habe ich jetzt ohne Ton gemacht, das ist klar, damit das ganz einfach ein bisschen erschwert wird. Gut, das war's schon. Wir gehen nun weiter und betrachten nun mal, was man denn besser machen kann, um seine Map-Awareness in irgendeiner Form zu steigern bzw. überhaupt zu nutzen. Gut, die Frage besteht nun darin, okay, wie kann man seine Map-Awareness in irgendeiner Form verbessern und trainieren. Und der Trick ist eigentlich relativ simpel, beziehungsweise die Vorgehensweisen sind ein bisschen monoton. Ich selber habe mir angewöhnt, und das ist quasi mein Stil, den ich in irgendeiner Form vertrete, dass ich wirklich jede 2-3 Sekunden auf die Map ganz einfach schaue. Das heißt, ich betrachte, okay, wo ist denn der Gegner, beziehungsweise wo sind denn meine Verbündeten? Das heißt, wenn das hier meine Maus ist, beziehungsweise nee, nicht meine Maus, sondern mein Auge. Ich wünsche, ich hätte so eine Brille, die sie bei diesen Sehtests, nicht bei Sehtests, sondern bei diesen Fernsehtests verwenden, wo die Leute denn überall hinschauen. Da sieht man meistens, dass eine Frau irgendwo in den Raum reinkommt, eine Frau mit besonders großen Ohren und wenn es männliche Kandidaten sind es diejenigen, beziehungsweise dieser Laserpointer schaut dann sehr gerne auf die Ohren der Frau oder irgendwo sinnlos in die Ecke des Raumes, wo eigentlich gar nichts Interessantes ist. Das kann ich euch leider nicht demonstrieren, das heißt, ihr müsst mir quasi glauben, dieser Mauszeiger zeigt wirklich gerade an, wo ich hinschaue und es geht wirklich die ganze Zeit so. Ich schaue immer wieder, wirklich jede 2-3 Sekunden ab und zu runter auf die Map und kann wirklich lesen und begreifen, okay, was passiert denn, wo ist mein Jungler und ganz wichtig, wo ist der gegnerische Jungler, wo ist die gegnerische Midlane, wo ist die gegnerische Toplane. Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, auf welcher Lane ihr euch gerade befindet. Aber wichtig ist wirklich, oder das ist mir zumindest wichtig, schaut, wo ist euer Jungler und wo ist der gegnerische, beziehungsweise wo war der gegnerische Jungler als letztes? Auf der Botlane hat man da die großen Vorteile, dass man natürlich das genießt, wenn ihr den Jungler oben auf der Toplane seht, müsst ihr euch in diesem Sinne keine Sorgen machen. Hier könnt ihr sehen, er ist auf der Midlane, hat hier erfolgreich gegankt und das heißt vorsichtig sein. Wir haben hier nur einen Ward platziert und sind quasi nicht in der Lage, uns in irgendeiner Form von dem River zu schützen, weil ich erst gerade wieder zurückgekehrt bin. Diejenigen, die jetzt aufmerksam waren, werden festgestellt haben, dass
Zyra hier, nicht Zyra, sondern Zyra. Ich bemühe mich quasi, die Namen richtig auszusprechen. Sie hat hier einen Wort platziert und das müsst ihr ebenfalls lesen. Dieser Wort ist für 3 Sekunden zu sehen und genau das gibt euch genug Zeit, entweder selber zu begreifen, okay, da ist einer, und natürlich dies auch eurem Jungler mitzuteilen, falls er den Plan hat, hier lang zu gehen. Aber nach wie vor mein Grundgeheimnis ist und was ich mir antrainiert habe, was mittlerweile der totale Automatismus ist, dass ich immer wieder zack unten auf die Map schaue und gucke, okay, wo ist der Gegner? Sind denn alle da? Hier sieht man, die Mitte ist nicht da und genau sowas muss man wissen in irgendeiner Form an. Ganz kurz wieder erneut den K6 gesehen und das sind alles wichtige Informationen, die man begreifen muss und versuchen muss, korrekt zu interpretieren. Dazu kommen wir aber noch in irgendeiner Form später. Erstmal wollen wir klären, wie man es denn mechanisch hinbekommt, die Map in irgendeiner Form zu kontrollieren. Wie gesagt, die klassische Methode, ab und zu hingucken, aber es gibt noch eine andere, die habe ich gesehen, die finde ich auch sehr interessant. Und zwar, ihr guckt jedes Mal auf die Map, wenn ihr einen Minion getötet habt. Oder in meinem Fall, wenn mein AD-Carry einen Minion getötet hat. Das sind natürlich relativ viele, vielleicht könnt ihr es auch so machen, dass ihr ungefähr jeden zweiten nehmt. Aber hier erneut, ganz wichtig, auf der Karte gehen viele wichtige Dinge ab und ich reagiere darauf. Ich bin ja natürlich ungewöhnlicherweise in die Falle gelaufen, versuche aber hier Zyra entgegenzukommen. Wäre ich nicht in die Falle gelaufen, wäre es wahrscheinlich effizienter hier gewesen. Verfehle auch gnadenlos mein E, das war wirklich relativ bitter. Auch Orianna hat hier die Ulti auf ihn, also quasi auf die Maokai gemacht. War eine richtig gute Idee, hat es aber nicht durchzugehen. Aber erneut der Fakt, hätte ich eher geschaut und eher reagiert, was auf der Map geschehen wäre, hätten wir Zyra, auf jeden Fall abschneiden können und vielleicht so den Kill kriegen können. Ich habe jetzt mein E gnadenlos verfehlt. Wie gesagt, eine andere Methode wäre quasi zu schauen, okay, wann habe ich einen Last Hit gemacht? Zack, kurz auf die Map geguckt. Erneut warte ich hier, bis der Last Hit entsteht. Zack, guck wieder auf die Map. Okay, was geht denn ab? Alles klar. Und das ist wirklich so. Am Anfang ist es anstrengend. Das gebe ich vollkommen zu. Das ist ein Lernprozess. Und Lernen heißt, Dinge zu wiederholen. Ein Mensch ist quasi sehr gut darin, Dinge wieder und wieder zu machen und dann anschließend darin besser zu werden oder sich Verhalten abzuschauen. Darin ist er auch ein Meister. Und genau das sollte man in irgendeiner Form ausnutzen. Das heißt, wir betrachten, okay, was passiert denn und versuchen, Situationen, wenn wir welche lesen, zu interpretieren. Hier konntet ihr sehen, dass Caitlyn kurz hochgelaufen ist, hat natürlich die Lane verlassen. Und das ist tödlich, wie ihr sehen könnt. Einfach tödlich. Wir wussten, dass sie hier kurz hier oben war, ist dann den sicheren Weg lang gegangen, wusste natürlich, dass hier ein Ward steht, vor allen Dingen Pink Ward. Und dann hat sie Zyra allein gelassen und das war ihr Tod. Wichtig, gesehen, gelesen, reagiert. Und das ist ständig so. Entweder auf der Lane selbst oder ganz einfach auf den anderen Lanes. Das ist wichtig. Es gibt sehr, sehr viele Spieler und das ist quasi der nächste traurige Punkt, auf den ich hinaus möchte, die mit Wards arbeiten. Das ist herausragend, das ist wichtig, das gehört dazu. Und leider die Wards nicht nutzen können, weil sie trotzdem effektiv und erfolgreich gegankt werden, obwohl sie quasi wussten, okay, da steht jemand. Und das ist ein Riesenproblem und total uneffizient, wenn man weiß, okay, ich habe dort Wards stehen, gucke aber nicht auf die Map und kontrolliere. Und nun werdet ihr auch gleich eine schöne Aktion sehen, wo ein absolutes Fehlverhalten der Punkt ist, warum wir diese Aktion, warum wir da einfach versagt haben. Und zwar hier folgendermaßen. Ich bereite schon meine Fähigkeiten vor, weil wir gesehen haben, dass Fiddlesticks hier ist, wir hatten hier einen Ward. Folgendes Problem. Wir haben keine Ahnung, wo Zyra ist und wir haben keinen Blassen, wo die Mitte ist. Schlecht gelesen. Es fehlt alles. Das bedeutet, hier kommt es nun zur folgenden Situation. Er bereitet hier kurz die Ulti vor, wird hier abgebrochen, das war ganz nice. Und zack, kommt der Supporter dazu. Wir sind nicht in der Lage, genug Schaden rauszuhauen. Beziehungsweise der Fokus war in dem Sinne auch katastrophal. Wir dachten, dass wir Fiddlesticks schneller töten und Caitlyn hat uns einfach auseinandergenommen. Extrem schlecht gelesen. Zyra kam dazu, hat uns extrem genervt, hat viel Schaden ausgeteilt und uns ganz einfach große Probleme bereitet. Gut. Also, man könnte jetzt noch ganz viele Ausschnitte zeigen, wo man darauf eingehen könnte, okay, wie kann man denn verschiedene Situationen interpretieren. Da würde das Video aber stundenlang gehen und darum geht es gar nicht. Das Wichtige ist, dass ihr euch nicht darauf verlasst, okay, das ist jetzt ein gewisser Tipp oder ein gewisser Trick. Es ist ein Prozess, vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, dass ihr versucht zu interpretieren, was jemand macht. Es ist ein Prozess, den ihr durchgehen müsst und ganz einfach viel, viel Erfahrung sammeln müsst. Der Tipp, den ich euch geben kann: Verlasst euch auf die Karte. Schaut häufig auf die Karte. Das ist extrem, sei es so, dass ihr auf die Minions schaut oder dass ihr ganz einfach alle paar Sekunden ganz einfach hinguckt. Wie gesagt, wenn ich spiele, sieht das so aus. Ich schaue immer wieder runter, weil dieses Tool ganz einfach so praktisch ist und enorm effizient und ihr ganz einfach in der Lage seid, wirklich zu schauen, okay,
ist, wo ist mein eigener Jungler und wo ist der gegnerische Jungler. Vielleicht diesen Tipp kann ich euch noch geben. Die Prioritätenliste sieht so aus. Gegnerischer Jungler, eigener Jungler, Midlane, das jetzt von der Botlane aus betrachtet. Die Midlane hat natürlich da die allerschwierigste Aufgabe, denn da ist es häufig so, dass ihr Champions gegenübersteht, die ganz einfach extrem gut im Gang sind, wie zum Beispiel Evelynn. Evelynn ist der schlimmste Gegner in der Midlane, das heißt, da bringt euch auch das SS-Ansagen überhaupt nichts, denn sie ist ja nie zu sehen. Vor allen Dingen, man kann sich auch nur mit Pink Wards gegen sie schützen, wenn sie ankommt. Und das müsst ihr entsprechend reagieren und euren Spielstil da anpassen. Vorsicht ist geboten oder ihr seid ganz einfach in der Lage, euren Gegenüber extrem schnell auszuradieren. Gut, den letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist quasi das Lesen des Gegners. Das ist ganz schwierig und eine absolute Erfahrungssache. Da müsst ihr viele Spiele bestreiten und ganz einfach sehen. Es macht da keinen Sinn, euch einen Tipp oder einen Trick zu geben, weil das Problem ist natürlich, dass man Dinge sieht und völlig anders interpretiert als eine Person, die neben einem steht. Jeder sieht Dinge nun mal auf eine andere Weise, von einer anderen Perspektive, und das bringt nichts, beziehungsweise es ist schön, dass es so ist. Und es ist auch nicht der Fall, dass ich sage, okay, aus Situation A folgt Situation B. Aus A kann B folgen. Deswegen bringt es nichts, wenn ich euch hier 1000 Ausschnitte zeige und euch oder quasi meine Erfahrung mit euch teile. Das Einzige, was ich euch mitgeben kann, ist: Lernt aus den Situationen und versucht, an das Spiel ranzugehen mit einer gewissen Aufgabe. Und diese Aufgabe wird hier in dem Fall sein, auf die Karte schauen, Karte nutzen, ab und zu immer wieder hingucken, wo ist der gegnerische Jungler, wo ist mein Jungler, wo ist die Mitte, jetzt betrachtet von der Botlane aus. Gut, den letzten Tipp, den ich euch quasi bezüglich des Lernprozesses geben kann, der Erfahrung, ist folgender. Ich habe mir sehr schnell antrainiert, Sorakas Spielweise zu lesen. Denn sie hat ja folgendes Problem, dass sie eine Ulti besitzt, die global ist. Das heißt, sie kann andere Lanes unterstützen und hat natürlich da ab und zu die Tendenz, dahin zu schauen. Und mittlerweile sind mein Bruder und ich so trainiert darin, zu sehen, wann eine Soraka plötzlich stehen bleibt und gar nichts tut. Und das ist der Moment, wo man weiß, aha, sie schaut auf eine andere Lane und versucht da irgendwie zu helfen. Und dann töten wir sie. Superschnell. Also mit dem hohen Burst-Damage von Jason Leona haut das Problem ein bisschen. Das ist halt so ein Fakt. Diesen Tipp kann ich euch mehr oder weniger geben. Ob ihr was damit anfangen könnt, ist schwierig, weil die Situation natürlich ganz anders sein kann. Gut, ich hoffe, das hat euch gefallen. War jetzt ein bisschen viel Gelaber gegen Ende. Dafür entschuldige ich mich auch. Aber dieses Thema ist, es ist sehr schwer, da direkte Tipps zu geben, sondern es ist eine absolute Übungssache. Und daran muss man sich ganz einfach halten, beziehungsweise es trainieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Jeder, der, wenn ihr weiter SS schreibt, damit kommen wir nicht weiter. Vielleicht müsst ihr dann mal schauen, dass ihr natürlich die Probleme kommt, dass ihr ein bisschen geflamed werdet am Anfang. Ja, warum hast du das nicht geschrieben? Ignoriert die Leute. Das ist veraltet und nicht mehr sinnvoll. Gut, haut rein und viel Spaß auf der Map.